ich habe heute das Vergnügen, Anne Helm zu interviewen. Sie ist Bezirksverordnete der Piraten in Neukölln, Berlin. Und ja, ich möchte mich mit ihr eigentlich unterhalten, hauptsächlich, weil sie auf der Europawahlkampfliste der Piraten drauf ist, aber auch, um mal zu erfahren, wer ist sie, was will sie, was will sie politisch bewirken. Hallo Anne. Hallo. Du bist ja Synchronsprecherin vom Beruf und du bist ja auch bekannt. Also wirst du eigentlich anhand deiner Stimme erkannt, wenn du so im Supermarkt einkaufen gehst oder durch Berlin gehst oder eher nicht? Es ist durchaus schon mal vorgekommen. Also ich bin dann meistens sehr verwundert, wenn das passiert, aber schon mehrmals passiert, dass ich darauf angesprochen worden bin. Ja, freue ich mich eigentlich immer sehr. Ich habe ja so im Internet gesehen, dass du durchaus so eine kleine Fangemeinde hast, weil du ja auch sehr viele Filme, so Blockbuster synchronisierst und auch Serien, die bei den Teenagern sehr beliebt sind. Wie ist das so, wenn du dich auf so einen Film vorbereitest, die Stimme zu synchronisieren? Versetzt du dich richtig in den Charakter hinein? Lernst du das Skript vorher auswendig oder ist das schon bei dir so Routine, dass du das einfach so abliest und eigentlich gar keinen Bezug so richtig zu den Charakteren aufbaust? Also einen Bezug zu den Charakteren braucht man natürlich schon, alleine auch, damit man in so einem dunklen Studio so ganz spontan die Emotionen herstellen kann, sodass das glaubhaft wirkt. Aber es kommt natürlich immer ein bisschen auf das Projekt an. Bei so Serien hat man natürlich immer auch so einen Termindruck, wo dann Zeitgeld ist und man nicht so viel Zeit hat, sich vorzubereiten. Skripte auswendig lernen muss ich normalerweise nicht. Da habe ich immer nur so kleine Abschnitte, die ich am Stück immer spreche und die ich dann nur für den Moment auswendig lernen muss. Aber ansonsten bereite ich mich eigentlich schon darauf vor, dass ich die Filme vorher sehe und auch natürlich die Art und Weise, wie die Originalschauspielerin spielt, mir anschaue sehr genau, um davon so wenig wie möglich verloren gehen zu lassen. Und wie schwierig ist das, so lippensynchron zu sprechen? Siehst du die Filmaufnahme, während du sprichst, oder? Genau. Also ich höre mir das immer erstmal einmal an, in der Originalsprache, und dann mache ich das auf die Lippenbewegung drauf, die gucke ich mir an auf dem Bildschirm und spreche das dann da drauf. Das ist ein bisschen eine Friemelarbeit, also da muss man sehr konzentriert und genau sein, aber das lernt man mit der Zeit ganz gut. Schwieriger ist, glaube ich, wirklich diese emotionale Komponente, also dass es nicht gestellt wirkt und trotzdem eben sehr genau auf die Lippen drauf gesprochen. Gibt es irgendwelche Filme, die dir im Gedächtnis geblieben sind, irgendwelche Rollen, die du sehr gerne gesprochen hast? Oder ist das jetzt nur so ein Job und du könntest jetzt nichts sagen, was irgendwie bei dir hängen geblieben ist? Nein, ach, da gibt es ganz viele Sachen. Da gibt's, es ist eigentlich eher schwer, sich da was rauszugreifen. Ich spreche immer wieder sehr gerne Ellen Page, also alle Filme, die sie spielt. Inception zum Beispiel. War ja auch eine sehr interessante Handlung, ne? Genau, ja. Also das natürlich macht Spaß, so einen tollen Film zu sprechen. Vieles andere auch. Ja. Okay. Bei Herr der Ringe warst du auch dabei, oder? Nee, bei Herr der Ringe war ich nicht dabei. Okay. Das ist eine Falschinfo. Nee. Okay, das ist ein Gerücht, das sozusagen im Internet gestreut wurde. Das habe ich nicht gesehen, dass das irgendwo gestreut wurde. Also irgendjemand meinte, dass du irgendeinen dieser Hobbits gesprochen hast. Ich glaube Sam oder so. Nein, ach so, ich glaube, das verwechselst du. Also ich spreche Sam in einer Serie bei Nickelodeon. Ach so, ja, das kann sein, dass das verwechselt ist. Ja, das ist eine Serie mit einer sehr, sehr großen Fangemeinde. Okay. Es ist nicht so deine Generation, meine auch genau, nicht. Insofern wirst du das vielleicht nicht kennen, aber das hat mit Herr der Ringe nichts zu tun. Okay, alles klar. Ich erzähle dir ja wahrscheinlich nichts Neues, wenn ich dir sage, dass man im Internet mit Streamingdiensten oder auch in Tauschbörsen so Filme umsonst runterladen kann. Und da könnte man sich ja jetzt deine Tonspur auch umsonst runterladen und anhören. Was sagst du dazu? Also ich meine, letztendlich verdienst du dein Geld ja darüber, dass du diese Synchronisation machst und musst ja auch dafür bezahlt werden, damit du davon leben kannst. Ja, das ist richtig. Die Frage ist, ob das mit dem Internet besser oder schlechter funktioniert. Und ich glaube, nur weil es nicht mehr so funktioniert, wie es vorher funktioniert hat, ist das nicht automatisch schlechter. Also ich glaube, grundsätzlich ist es toll, dass wir alle miteinander Informationen tauschen können. Und dass ich, wenn ich ein tolles Buch gelesen habe und das gerne weiterempfehlen würde, dass ich das eben nicht nur einem Freund weiterempfehlen kann, sondern Tausenden und Abertausenden. Das finde ich eine klasse Sache. Und zumal ich ausführende Künstlerin bin, das heißt,
Ich gebe sowieso alle meine Rechte ab in dem Moment, wo ich etwas synchronisiere. Mhm. Interessiert mich das ehrlich gesagt nicht so sehr. Es ist damals, als ich bei den Piraten 2009 eingetreten bin, habe ich sehr viele Diskussionen mit Kollegen gehabt, die das nicht so gut fanden oder die das Gefühl hatten, ich laufe zum Feind über. Aber das hat sich jetzt in der Debatte auch längst verändert. Ich glaube, viele, vor allem Schauspieler, merken, dass die Verwertungsgesellschaften nicht wirklich ihre Lobby sind, sondern dass es ihnen nur darum geht, ihr eigenes Konzept, ihr eigenes Verwertungskonzept zu erhalten. Mhm. Und das ist für... Also es gibt ja vielfach die Meinung, dass es sowieso nur um Verwertung geht und nicht um Urheberrechte. Also du wärst ja die Urheberin dieser Tonspur und du trittst ja aber die Verwertungsrechte komplett ab. Und wenn jetzt noch 50 Jahre nach deinem Tod die Verwerter Geld damit machen, haben ja deine Nachfahren praktisch nichts davon. Jein, also ich habe inzwischen, lasse ich meine Verwertungsrechte nicht mehr vertreten. Also es gibt sowas, was die GEMA für Urheber ist, ist das für die ausführenden Künstler, also zum Beispiel für Orchestermusiker oder für Schauspieler, ist das die GVL, die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten. Die klagen sozusagen unsere Verwertungsrechte ein. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Film nochmal ausgestrahlt wird mit meiner Synchronisation und so weiter. Die haben aber auch eine ganz intransparente Art und Weise. Wahrscheinlich ähnlich wie die GEMA, ne? Ja, sogar noch einen Tick schlimmer als die GEMA nach meinem Empfinden. Also die Art und Weise, wie die Ausschüttungen gemacht werden, wie groß der Wasserkopf dort in der Verwaltung ist, wie der Vorstand gewählt wird und wie die Künstler tatsächlich dort vertreten werden, ist absolut intransparent und die Ausschüttung letzten Endes minimal. Deswegen habe ich mich entschieden, mich von denen nicht mehr vertreten zu lassen. Das heißt, ich verdiene inzwischen kein Geld mehr aus meinen Verwertungsrechten. Okay. Was leider nicht heißt, dass ich selbst entscheiden kann, meine Tonspuren frei abzugeben. Zumal du ja zusammen auch mit anderen Künstlern deine Tonspuren nur... Also ich meine, richtig? Naja, ich kann ja nicht nur gezielt deine Stimme runterladen. Das stimmt, aber manchmal ja auch. Ich mache ja auch Hörbücher zum Beispiel. Ja. Trotzdem obliegt es nicht mir zu sagen, mir ist das egal, das darf jeder gerne machen und jeder darf meine Stimme gerne remixen, wie er möchte. Selbst wenn ich das möchte, selbst wenn ich dazu bereit bin und selbst wenn ich kein Geld aus meinen Verwertungsrechten bekomme, habe ich nicht die Möglichkeit, weil ich diese Rechte an Firmen abtrete, die natürlich wiederum vertreten haben wollen. Ja. Und das heißt, das ist auch mein Kritikpunkt daran, ich darf als Künstler das gar nicht selber entscheiden, wie ich das handhaben möchte, sondern es sind die Leute, an die ich meine Rechte komplett abtrete und die damit mehr Geld verdienen, als ich ursprünglich mit dem Job verdient habe. Und wenn du solche Kriterien aufstellen würdest, würdest du wahrscheinlich keine Aufträge in dieser Welt bekommen. Das würde ich ja noch nicht mal sagen, denn es gibt ja immer noch den Erstauftrag und jemand muss ja nicht unbedingt an den Verwertungsrechten weiterverdienen. Also dann ist halt die Spanne ein bisschen kürzer, dann muss ich eben mit Live-Auftritten oder an der Kinokasse oder sonst wo überzeugen. Und da ist Geld zu verdienen, dazu muss ich nicht Menschen abmahnen. Ja. Nun würde ich deine Kollegen etwas weiter fassen und ich würde sagen, also alle, die so rund um einen Film verdienen, sind so ungefähr deine Kollegen, wie zum Beispiel Übersetzer braucht man ja noch, man braucht Vertrieb, Marketing, Regisseure, Schauspieler, also nicht jeder Schauspieler ist ja ein Hauptdarsteller und verdient ein paar Millionen an einem Film. Es gibt ja viele Nebendarsteller, die auch von Hand im Mund leben und gucken müssen, wo sie bleiben. Und da gab es ja zum Beispiel diesen Brief der Tatort-Autoren, die prognostiziert haben, den Untergang des Abendlandes. Wenn wir alles umsonst runterladen können, kann keiner mehr irgendwas verdienen und unsere Kultur wird total kaputt gehen. Was würdest du diesen Leuten sagen und wie würdest du ihnen ein alternatives Vergütungsmodell für digitale Güter schmackhaft machen, vorstellen, sodass die sagen, okay, da finden wir uns wieder, davon können wir auch leben und darauf können wir eine Existenzgrundlage aufbauen? Also zum Ersten, ich persönlich habe mir in meinem gesamten Leben noch kein Tatort-Drehbuch runtergeladen. Du? Nein, aber letztendlich also gucken wir uns ja den Tatort an, der auf diesem Drehbuch basiert. Gut, ne? Wir gucken uns den Tatort an im Fernsehen, einmal, wenn er ausgestrahlt wird. Das stimmt. So, und das heißt, die haben dort ihr Buyout ja schon bekommen. Sie haben eine Auftragsarbeit gemacht. Das, was nachher an der Rechteverwertung, was dort darüber weitergeht, das ist ja in dem Moment total uninteressant. Abgesehen davon, dass sie ja sowieso aus gebührenfinanzierten Fernsehen laufen. Das heißt, wir sie damit beauftragt haben, dieses Drehbuch zu schreiben, sie dafür vergütet worden sind und es ausgestrahlt wird. Ob ich mir dann den gebührenfinanzierten Tatort
warum soll ich mir den nachher nicht nochmal angucken, wenn ich ihn verpasst habe? In die Tauschbörse stellen, weil er ist ja bezahlt, ne? Genau, also das sehe ich eben auch so. Also so zu tun, als würde man dann überhaupt kein Geld mehr bekommen, gerade das von einer Arbeitssparte her, die sowohl gebührenfinanziert ist, als auch Buyout-Verträge hat, sprich ein Auftrag, der ausgeführt wird und bezahlt. Das ist ja, das heißt ja nicht, dass sie dann kein Geld mehr verdienen. Das ist ja totaler Quatsch. Und was anderes ist das natürlich in der Musikbranche, ist es ein bisschen komplizierter, aber gerade bei Auftragsarbeiten im Film und bei Autoren ist, glaube ich, diese Problemstellung absolut überzeichnet. Und vor allem ist die größte Lobby, die dabei verliert, sind tatsächlich die Verwertungsgesellschaften, wo das meiste in Managergehälter und in den Verwaltungskopf fließt, dass die Ausschüttung an die Künstler überhaupt erstmal organisiert und bei den Künstlern kommt am allerwenigsten an. Also spricht jetzt davon, dass wenn man jetzt einen Kuchen machen würde, dass nur ein ganz geringer Prozentteil wirklich an die Künstler geht. Ganz genau. Und der Rest fließt halt in Marketing, Vertrieb, Produktion und so weiter. Ne? Ganz genau. Und wenn wir uns jetzt nur die Urheber, also die Verwertung von Urheberrechten angucken, dann ist das sehr, sehr wenig, was da letzten Endes beim Künstler landet. Und es wäre viel einfacher heutzutage, direkte Verträge, Verwertungskonzepte mit dem Verbraucher abzuschließen für einen Künstler. Wir bräuchten diese Verwertungsgesellschaften eigentlich gar nicht mehr. Du meinst solche Mikropayment-Dienste? Zum Beispiel, genau. Aber also, dass ich als Künstlerin entscheiden kann, unter welchen Umständen wer was von mir weiterverwerten kann. Und ich glaube, die größte Angst davor ist, dass wir die Verwertungsgesellschaften gar nicht mehr brauchen. Und deswegen kämpfen die wahrscheinlich auch so hart dagegen. Ganz genau. Und ich glaube, dass die meisten Künstler das inzwischen begriffen haben. In dem Moment, wo die Ausschüttungen auch immer kleiner wurden und das mit dem Internet begründet wurde und die meisten Künstlerinnen und Künstler haben sich dann gedacht, Moment mal, wir haben doch so viel produziert wie seit Ewigkeiten nicht mehr, weil der Filmmarkt boomt. Ja. Es wird mehr produziert als jemals zuvor. Bloß die Verwertungsspannen sind eben von den Zeiträumen kürzer. Mhm. Und die Schauspielerinnen denken sich, ich habe so viel gearbeitet dieses Jahr wie nie zuvor. Warum wird die Ausschüttung immer kleiner? Und es wird ihnen gesagt, naja, wegen des Internets. Aber es wird ihnen gar nicht aufgeschlüsselt, wie sich das zusammensetzt. Du meintest, wir sollten halt lieber weniger wichtige Sachen produzieren, an denen man dann auch länger verdienen kann? Also dass wir irgendwie eine Überreaktion des Marktes haben, indem wir, ich meine, jeder kann ja nur eine endliche Anzahl von Filmen pro Jahr angucken. Und wenn wir halt so viel produzieren, dass das Kino nicht mehr voll werden kann, ist ja logisch, dass weniger Zuschauer hingehen. Ne? Ja, das denke ich auch. Also ich glaube genau, dass es diese Überreaktion darauf ist, dass ein Film im Kino immer kürzer nur läuft, weil dann ist er ja schon im Netz zu sehen und dann kann man ja nicht mehr verkaufen. Und im Fernsehen und wo man das alles die Zweitverrechnungswerte macht. Genau, genau. Ich wollte noch mal ein bisschen eingehen auf deine Arbeit hier in der Piratenfraktion in Neukölln. Mhm. Wie lange seid ihr hier jetzt schon aktiv und was würdest du sagen, habt ihr bewegt in der Bezirkspolitik in Neukölln? Wir sind eine Fraktion hier zusammen mit der Abgeordnetenhauswahl. 2011 sind wir hier eingezogen. Mhm. Was wir bewegt haben, naja, man muss sagen, die Mehrheitsverhältnisse sind in Neukölln so, dass der SPD nur ein Sitz zur absoluten Mehrheit fehlt. Und sie koalieren zusammen mit der CDU, das heißt, wir sitzen... Also praktisch wie im Bund, schwache Opposition, starke Regierungspartei. Ganz genau. Und das macht natürlich es grundsätzlich erstmal relativ schwierig, weil man kennt ja den Klassiker, wenn Ideen aus der Opposition kommen, werden sie sehr selten überhaupt erst angehört. Ich glaube, ein bisschen was haben wir aber trotzdem erreicht, vor allem diese mühseligen Papierkramarbeiten, die Verwaltung transparenter zu machen. Also, dass Unterlagen maschinenlesbar einzusehen sind und veröffentlicht werden zum Beispiel. Mhm. Und wir haben dafür gesorgt, dass die Gebäude, die Rathausgebäude und die öffentlichen Gebäude für Freifunkantennen zur Verfügung gestellt werden. Sehr schön. Das mag für viele Leute nicht besonders wichtig erscheinen, aber ich glaube, dass das genau in der Idee der Piraten mit Teilhabe und Teilen und Erleichterung zu Zugang zu Netzwerken, dass es da ein sehr großer Schritt ist. Auf jeden Fall. Vor allem ist es für die Vernetzung super. Wir haben jetzt zum Rathaus in Kreuzberg, wo die andere Piratenfraktion das auch durchgesetzt hat, haben wir jetzt Richtantennen, die noch in die anderen Bezirke sehr viel weiter strahlen und ganz wichtige Knotenpunkte in Berlin sind für ein flächendeckendes Freifunk. Wenn euch das interessiert, wir werden das unten im Video verlinken, wo ihr auch euch
in dieses Freifunknetz einklicken könnt, wenn ihr in Berlin wohnt und das wollt oder ihr das selber starten könnt. Also ich weiß zum Beispiel, in Hamburg, München gibt es auch derartige Projekte. Und also das Wichtigste im Freifunknetz ist ja, dass es diese Knotenpunkte gibt und die habt ihr ja jetzt mit den Rathäusern gesetzt. Genau. Und sozusagen das funktioniert, ihr, die da draußen im Internet wohnt, ihr müsst euch nur noch einklinken und das nutzen, wenn ihr wollt. Und mit anbieten am besten, ja. Dafür ist es da, genau. Ja, das sind so die Sachen, die ganz konkret von der Piratenfraktion umgesetzt worden sind. Aber ich glaube, dass wir auch gerade in der öffentlichen Debatte auch sehr viele Punkte setzen konnten. Jetzt gerade sehr aktuell geht es zum Beispiel um das Bürgerbeteiligungsverfahren zum Tempelhofer Feld. Das ist den Berlinerinnen ja sehr, sehr wichtig. Dieser große, riesengroße Freiraum, der sehr kreativ und unterschiedlich individuell genutzt wird. Das war früher ein Flughafen, ne? Das war früher ein Flughafen und ist deswegen, glaube ich, auch sehr emotional verbunden mit den Berlinerinnen, weil von dort eben die Luftbrücke... Ja. Also ein historischer Ort praktisch, ne? Genau. Gibt sicherlich dort auch eine Mahntafel oder irgendwas, ne? Genau, es gibt da diese große Kralle auf dem Platz der Luftbrücke direkt davor. Mhm. Ursprünglich ist das so ein riesengroßer Nazi-Bau, aber... Ja, also dummerweise haben wir ja diese Vergangenheit. Aber man muss ja sagen, dass bei dieser Luftbrücke, da sind ja auch Leute tatsächlich umgekommen, weil das war ja teilweise so eng, diese Luftbrücke, dass sie das nicht geschafft haben, alle Flugzeuge runterzuholen. Und das finde ich schon faszinierend, dass dort Amerikaner ihr Leben eingesetzt haben, nur um Berlin halt mit Kohle und Lebensmittel zu versorgen, ne? Weil sonst entweder West-Berlin hätte aufgegeben werden müssen oder die Leute hier verhungert wären. Also es ist auf jeden Fall ein historisch in mehrerer Hinsicht sehr spannender und bedeutender Ort für Berlin. Und mitten in der Innenstadt so eine riesengroße Freifläche zu haben, ist natürlich einmalig. Und ich glaube, dass es eine einmalige Chance ist, neue Bürgerbeteiligungsverfahren und Stadtentwicklungsverfahren auszuprobieren. Und was gerade passiert, ist, dass der Senat da jetzt Druck machen will, das so schnell wie möglich zu verschärfen, mit dem Argument der Wohnungsnot, obwohl gleichzeitig keine Sanierung und Instandsetzungsarbeiten gefördert werden. Gibt es soziales Wohnungsbauprojekt in Berlin? Also in Hamburg wurde das stark vernachlässigt. Also ich komme aus Hamburg. Ja. Und in Hamburg haben wir also viel zu wenig Sozialwohnungen, weil der Senat das auch versäumt hat. Absolut. Das Problem haben wir ja auch. Es wird zwar vom Senat immer wieder von bezahlbarem Wohnraum in Anführungsstrichen geredet, was genau aber bezahlbar ist oder irgendwelche Bindungen an Mietpreise gibt es für diese neuen Bauprojekte eben noch lange nicht, obwohl die Planungen schon stehen. Und wir befürchten eben, dass es nicht dazu führen wird, dass sich der Wohnungsmarkt entspannt, sondern dass es darum geht, international zu konkurrieren mit anderen Metropolen und es eben nicht den Berlinerinnen und Berlinern zugutekommt und dass wir nachher wieder irgendwelche Bauskandale aufzuklären haben in der nächsten Legislaturperiode. Oder irgendwelche fertig gebauten Bauprojekte. Genau, und wieder in Untersuchungsausschüssen sitzen und dort den Filz ausklamüsern müssen und wir haben es dann zugebaut und es ist nie wieder rückgängig zu machen. Wir haben also die Idee, dass wir echte Beteiligungsverfahren schaffen, die dafür sorgen, dass man eine dauerhafte Stadtentwicklung hat, die von den Berlinerinnen und Berlinern selbst mitbestimmt wird und gemacht wird und auf die Bedarfe der Menschen eingeht. Also ich habe gehört, dass es zum Beispiel Kunstprojekte gibt auf dem Tempelhofer Friedhof. Genau, auf dem Tempelhofer Feld, ja. Flughafen, auf diesem ehemaligen Bereich, Entschuldigung. Genau. Ich habe mich versprochen. Ja, da ist auch ein großer Friedhof angrenzend. Oh, das wusste ich gar nicht. Aber das ist nicht direkt auf dem Friedhofsgelände. Ja, da gab es viele Kunstprojekte, es gab mehrere temporäre Ausstellungen, es gibt dort so kleine Wildgärten, wo Menschen so Wild Gardening betreiben und dort Gemüse anbauen, das mit ihren Nachbarn teilen und austauschen und so weiter und so fort. Es gibt dort Kunstprojekte, wo nachhaltige Architektur ausprobiert wird, zusammen mit Behindertenprojekten. Mhm. Aber all diese Pilotprojekte, denen wurde jetzt gekündigt, weil das eben bebaut werden soll und dann dort so ein Designerpark in der Mitte des Feldes entstehen. Meine Idee wäre eigentlich, dass es wie jetzt nutzbar ist, vielleicht keine Nullbebauung, aber immer flexibel bleibend, immer meandernd, immer den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Und da kann man jetzt schon Windsurfen und alles Mögliche gleichzeitig tun. Also was an Sport und an Freizeit und Kunstveranstaltungen und Konzerten, was dort nicht alles möglich ist.
Der Senat behauptet, sie hätten ganz viel für Bürgerbeteiligung getan, so viel wie noch nie zuvor bei einem Großprojekt, weil der öffentliche Druck und das Interesse eben auch sehr groß ist. Aber letzten Endes sind diese Bürgerbeteiligung nur Bürgerinformationsveranstaltungen gewesen. Also der Bürger hatte kein wirkliches Mitspracherecht, wie das halt häufig in unserer Demokratie ist. Es wird Bürgerbeteiligung vorgegaukelt. Ganz genau. Also es gibt noch nicht mal irgendein Gremium, was Bürgermeinungen aufnimmt, was dann zu einem Ergebnis, was noch nicht mal verbindlich wäre, aber noch nicht mal ein so geartetes Gremium gibt es eigentlich, sondern es gibt Großveranstaltungen, auf denen diese Pläne vorgestellt werden. Und ein paar wütende Leute vielleicht ihre Bedenken dem Senator auch mal ins Gesicht sagen können. Und dann werden Bedenken auf einen Flipchart geschrieben und dann gehen alle wieder nach Hause. Jetzt ist ja eine Volksinitiative erfolgreich gewesen mit einem Volksentscheid, Bürgerbegehren, dass diese Tempelhoffläche halt nicht bebaut wird. Und kannst du uns sagen, was das jetzt für Konsequenzen hat? Und Kritiker behaupten ja aber auch, dass dort viele Unterschriften gefälscht worden sind. Also sie führen zum Beispiel auf, dass es viele ungültige Stimmen gab und dass die Bezirksämter überlastet waren und auch viele Stimmen durchgelassen haben, die wahrscheinlich gar nicht gültig sind. Also wenn du da auch nochmal drauf eingehen könntest, wäre das schön. Also zum einen, was ist dort überhaupt passiert? Wir haben jetzt eine Bürgerinitiative gehabt, die ein Bürgerbegehren angestrebt hat, was die zweite Stufe jetzt aktuell geschafft hat. Also das heißt, es wird einen Volksentscheid geben, einen Bürgerentscheid geben, der hoffentlich zusammen mit der EU-Wahl abgestimmt wird. Es sei denn, es werden da wieder Tricks vom Senat gemacht, um die Beteiligung zu senken, dass man da auf Steuerzahlerkosten einen neuen Termin findet. Ich hoffe, dass es diesmal nicht passiert. Und wenn der Gesetzentwurf der Bürgerinitiative Zustimmung findet, dann heißt das, dass es erstmal einen Baustopp gibt und erstmal nicht bebaut wird das Feld. Und so wie es jetzt ist mit der Freizeitnutzung und den temporären Nutzungsmöglichkeiten bleibt. Ich halte das ein bisschen für so eine Notlösung, also wie so eine Notankersetzung, um den Plänen vom Senat einen Riegel vorzuschieben. Deswegen unterstützen wir das auch als Piraten. Aber eigentlich ginge es mir darum, dass man vor allem das Verfahren ändert, dass man dann die Zeit hat, eben tatsächliche Bürgerbeteiligung zu installieren und dann zu gucken, was machen wir mit diesem gigantischen Raum, mit so viel Potenzial. Das Beste wäre ja, wenn die Bürger entscheiden würden, was dort passiert und das selbst bestimmen. Ne? Ganz genau. Das ist so das Ziel, was ich eigentlich für dieses Feld hätte, da das mit den aktuellen Verfahren nicht möglich ist. Deswegen gibt es ja dieses Volksbegehren. Zu diesen gefälschten Stimmen. Ich finde, dass diese Unterstellung eine absolute Frechheit. Ich habe jetzt gleich auch nochmal, das ist ja sehr aktuell, ich habe jetzt gleich nochmal einen Termin mit Frau Wagenau, das ist die Wahlamtsleiterin von Neukölln. Und ihr Name, Frau Wagenau, ist Programm, das kann ich nun wirklich bestätigen. Ich hatte jetzt in den Jahren ja schon mehrmals mit ihr zu tun. Und da zu unterstellen, dass sie Stimmen durchgelassen hätte, wird sie, wie alle anderen Wahlämter auch und die Landeswahlleitung entschieden zu abweisen. Und da gibt es sicherlich von euch nochmal eine Pressemeldung dazu, ne? Richtig, wir haben auch eine große Anfrage, wir haben nachher heute Abend noch Plenarsitzung, da wird das nochmal Thema werden, da werde ich auch dem Baustadtrat, der das gegenüber der Presse geäußert hat, nochmal auf den Zahn fühlen und da werden wir die genauen Zahlen auch nochmal analysieren. Es gibt nämlich nichts, was darauf hindeutet, dass es eine übermäßige Manipulation oder übermäßig viele nicht gültige Stimmen gegeben hat, im Gegensatz zu anderen Bürgerbegehrenverfahren. Okay. Es ging konkret in dem Fall darum, dass Stimmen, wo das Geburtsdatum nicht mit eingetragen ist, durchgelassen werden. Aber erstens ist das ganz normale Praxis. Wenn man sichere Verfahren haben will, dann brauchen wir sichere, bessere, am besten barrierefreiere Verfahren für Volksbegehren. Da bin ich sofort für eine Gesetzänderung dabei. Ja. Gar keine Frage. Auch wenn man das vielleicht online machen kann oder mit Registrierung beim Amt, mit Einmalregistrierung für solche Portale, wäre ich sofort mit dabei, dann wäre das alles unbürokratischer. Ja. Aber es scheint mir nicht, als ginge es darum, sondern nur das rauszurechnen oder die Bürgerinitiative zu diskreditieren. Tatsächlich sind der größte Teil von den nicht gültigen Stimmen von allen abgegebenen Stimmen deswegen nicht gültig, weil sie von Berlinerinnen und Berlinern kommen, die hier nicht wahlberechtigt sind. Also Ausländer. Genau, Menschen, die nicht EU-Staatsbürger sind, aber in Berlin leben und natürlich auch ein Interesse daran haben und das ja auch damit bekundet haben, mitzuentscheiden, wie ihr Lebensumfeld. Man sieht es den Menschen ja nicht an, ob es
ein eingebürgerter Wahlberechtigter ist oder ob jemand hier mit einer Aufenthaltsgenehmigung ist. Das sollte, also um Gottes Willen, das sollte auch überhaupt nicht das Kriterium sein. Vielmehr sollte jeder auf den Entscheidungen, Regierungsentscheidungen einen Einfluss haben, auch an ihnen beteiligt sein können. Erst recht, wenn es um Stadtentwicklung und um die Gestaltung des Lebensumfeldes geht. Also eigentlich nur bürokratischer Akt, dass diese Leute halt rausgerechnet werden. Weil ihr Lebensmittelpunkt ist ja eindeutig hier, wenn sie sich hier aufhalten und für das Bürgerbegehren interessieren. Selbstverständlich. Also deswegen bin ich der Meinung, dass wir sowieso für alle Berlinerinnen und Berliner endlich Wahlrecht brauchen. Und natürlich gilt es auch für die anderen Kommunen und Länder. Aber ich finde diese Unterscheidung, dass wir teilweise Gastarbeiterinnen haben, die hier seit über 20 Jahren leben, die hier Steuern zahlen, die hier arbeiten und die nicht wahlberechtigt sind und auch an Bürgerbegehren nicht teilnehmen dürfen. Und auf der anderen Seite eben Menschen, die hier zum Studieren sind, die EU-Bürger sind, das dürfen. Diese Unterscheidung ist nicht fair und ich bin dafür, dass alle Menschen, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben, hier auch an solchen Entscheidungsprozessen beteiligt sein dürfen. Sehr schöne Überleitung auf meine nächste Frage, weil ich wollte gerne mal auf das Refugee Camp eingehen, das es ja lange Zeit am Brandenburger Tor gegeben hat. Kannst du uns erzählen, was da passiert ist, warum es dieses Camp gab und warum sich die Piraten dafür interessiert und engagiert haben? Mhm. Es gibt ja immer noch das Refugee Camp am Oranienplatz, das ist in Berlin, in Kreuzberg. Das ist ja zurzeit auch mal wieder sehr in der Diskussion, weil es geräumt werden soll und weil sich dort der Senat und der Bezirk so ein bisschen den schwarzen Peter zuschieben. Entschuldigung. Und von dort aus waren im letzten Herbst circa 26 Flüchtlinge zum Brandenburger Tor marschiert und sind dort in den Hungerstreik getreten, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Sie haben berichtet von Gewalt, die sie erfahren haben in den Ausländerbehörden, die sich so weit übereinstimmen, dass man da wirklich von einer strategischen Gewalt sprechen kann, die systematische Gewalt, die rassistisch begründet ist. Sie fordern die Abschaffung der Residenzpflicht, also die einschränkt, dass Menschen sich frei bewegen dürfen und einiges anderes mehr. Ich habe mich damals dafür sehr interessiert, weil ich sowieso mit dieser Thematik politisch schon befasst war, aber vor allem, weil ich faszinierend fand, wie selbstbewusst diese Menschen sich selbst die Stimme nehmen, für sich selber zu sprechen, was ja sonst vorher in der Presse kaum passiert ist. Es wird immer nur über diese Menschen gesprochen, aber selten mit ihnen. Und sie haben sich einfach an einen sehr, sehr, sehr prominenten Ort mitten in der Hauptstadt gesetzt. Ich denke mal mit Absicht, weil sie wollten ja auf sich aufmerksam machen. Ne? Selbstverständlich, genau. Und das, obwohl sie wussten, dass sie dadurch kriminalisiert werden könnten, dass sie dadurch Verschlechterungen ihrer Asylverfahren haben könnten. Und es waren Menschen, die vor allem vornehmlich aus Syrien und Afghanistan vor allem kamen. Ja. Was ja einen sehr kritischen Hintergrund hat. Also in Afghanistan ist ja auch die NATO aktiv. Dort sind wir ja theoretisch daran beteiligt, dort Flüchtlinge zu produzieren. Und in Syrien kam ja gerade heraus, dass mit deutscher Hilfe das Giftgasarsenal dort überhaupt erst aufgebaut wurde, dass dort deutsche Milan-Raketen eingesetzt werden. Und ich sage mir ja immer, wer Waffen in die Welt exportiert, der muss auch damit rechnen, dass er Flüchtlinge produziert. Mhm. Stattdessen machen wir aber unsere EU-Grenzen dicht und erschweren es, diesen Flüchtlingen nach Europa zu kommen, obwohl wir ja eigentlich mitverantwortlich für deren Elend sind. Also es kommt ja noch dazu, dass es im Prinzip gar keine legalen Wege nach Europa gibt. Also auf der einen Seite redet man immer von illegalen Einwanderern, auf der anderen Seite sind Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen oder tatsächlich politische Flüchtlinge sind, sie haben gar nicht die Möglichkeit, überhaupt legal herzukommen, um ihr Grundrecht auf Asyl überhaupt in Anspruch nehmen zu können oder prüfen lassen zu können, dass sie einen Anspruch darauf haben. Das vergisst man, glaube ich, oft, dass Flucht immer illegalisiert ist, kriminalisiert wird. Und dass je mehr wir die Schotten dicht machen, desto mehr Tote wird es vor den Grenzen Europas geben. Und ich habe dort ziemlich schnell gemerkt beim Refugee Camp, dass auch eine Machtausübung ist, sie mit Ignoranz zu strafen. Also dass sie kein Gehör finden, dass sie von nicht den in den Behörden und der Polizei redest du jetzt, ne? Ja, Bevölkerung genau. Erfahren sie ja durchaus doch auch Unterstützung. Ja, ich glaube aber, dass das erst die Bewegung selbst geschafft hat mit einem ganz, ganz großen Kraftakt. Okay.
Also auch eben mit den drastischen Mitteln des Hungerstreiks zum Beispiel. Und letzten Endes auch durch das große, durch die tragische Situation vor Lampedusa, die ja eigentlich ein Dauerzustand ist, aber als es ein so großes Schiff betroffen hat, dann doch sehr viele Leute darauf aufmerksam geworden sind und sich gefragt haben, was passiert dort eigentlich, und genauer hingeguckt haben. Aber vorher war das so, dass ich das Gefühl hatte, da gibt es nicht viel Solidarität in der Bevölkerung. Es ist eher immer so eine Einstellung so, ja, na gut, die wirklich Flüchtlinge sind, die dürfen ja gut gern kommen, aber die ganzen, die das missbrauchen, oder es sind ja sowieso schon viel zu viele. Und wenn man dann den Menschen erklärt, ja, aber sie glauben also, dass jemand, der aus Syrien kommt und seine Familie verloren hat, tatsächlich selbstverständlich ein echter Flüchtling in Anführungsstrichen ist. Aber der hat gar keinen Anspruch, weil wir das Asylrecht nämlich abgeschafft haben. Also selbst nach humanitären Maßstäben, nach menschlichen Empfinden, jeder sagen würde, ja natürlich, also das, da, selbstverständlich sind wir da verpflichtet, Menschen aufzunehmen, ist das ja noch nicht mal so. Und ich glaube, dass viele Leute das nicht so bewusst war und das jetzt erst durch die großen Flüchtlingsströme, vor allem aus Syrien, das so ins Bewusstsein wieder rückt. Und wir eine ähnliche Situation haben, wo sich die Fronten so verhärten. Also die Nazis machen viel mehr mobil. Es gibt wieder viel mehr rassistische Übergriffe. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kommt natürlich aber auch der humanitäre Druck endlich jetzt zustande, auch aus der Bevölkerung, was sich die Refugees selber erkämpft haben. So, das ist fast so ein bisschen wie Anfang der 90er Jahre und für mich gerade sehr spannend, aber auch sehr besorgniserregend. Eine pressewirksame Aktion, die du ja mitveranstaltet hast, war ja Piratinnen ziehen sich aus, ihr wolltet euch ausziehen und dadurch habt ihr die Presse angelockt. Und als die Presse dann da war, habt ihr gesagt, schämt euch, dass man euch nur mit nackten Tatsachen anlocken kann, weil wir haben euch hier angelockt, weil ihr sollt über die Flüchtlinge berichten. Weil es gab ja lange Zeit, haben die ja dort gecampt und es hat wirklich keine im Mainstream darüber berichtet. Mhm. Nur so, sag ich mal, so ein paar linksgerichtete Zeitungen haben kleine Artikel gebracht und linke Blogs im Internet und die große Masse hat es eigentlich totgeschwiegen. Und meine Frage wäre jetzt eigentlich, muss man heutzutage die Mainstream-Presse so hacken, um sie überhaupt anzulocken? Ich meine, das kann man ja nur einmal machen. Also beim nächsten Mal werden sie ja wahrscheinlich nicht mehr drauf reinfallen. Aber ich meine, das wirft ja ein ganz schlechtes Licht auf die Presse, wenn es wirklich so ist. Was ist da deine Meinung dazu? Ich glaube, es hat ganz gut funktioniert, obwohl das eine Gratwanderung war. Also uns ist natürlich, wir haben damit gerechnet, dass uns vorgeworfen wird, wir würden dort ein Thema instrumentalisieren oder personifizieren mit uns und so weiter. Ich glaube aber, dass es sehr gut funktioniert hat, weil sich einige Pressevertreter tatsächlich geschämt haben. Okay. Das war mein Eindruck. Also ursprünglich kam das, wie man sich denken kann, von einem Journalisten der Bild, der dieses Angebot gemacht hat. Also es war so, dass ich und einige andere Piratinnen auch vor allem auf Twitter, aber wir haben sehr viel mobilisiert über Twitter und plötzlich meine Followerzahlen sind in die Höhe geschossen und ganz viele Menschen hat dieser Kampf der Refugees tatsächlich interessiert und der Presse kam es nicht vor. Und wir waren so verzweifelt, weil denen werden nachts die Schlafsäcke weggenommen. Sogar Rettungsdecken. Von der Polizei, muss man sagen. Von der Polizei sind beschlagen. Weil sie durften dort eine Mahnwache machen, aber sie durften dort halt nicht schlafen. Ne? Genau, also es war Eiseskälte und die Menschen im Hunger. Teilweise wurden sie davon abgehalten, sich auf den Boden zu setzen. Das war wirklich Schikane. Wir haben es nachher geschafft, dass diese Auflagen gekippt worden sind. Ja. Also das ist, aber ihr musstet erst klagen, Wir mussten erst klagen, genau. Und ich meine, da muss man sich mal überlegen, was ist das für ein Zustand? Ich meine, es ist doch klar, dass wenn jemand friert, dass er eine Decke oder einen Schlafsack braucht, dass man den Polizisten erstmal durch eine Klage klar machen muss, du darfst ihm nicht die Decke wegnehmen, weil wenn der erfriert, dann ist er mehr geschädigt, als dadurch, dass er vielleicht mit seiner Decke eine Ordnungswidrigkeit begeht. Ja, absolut. Wärmflaschen wurden weggenommen teilweise. Es war wirklich Schikane und ich bin auch der Meinung, dass ein Polizist, also ich könnte nicht aufgrund irgendeiner Auflage einem frierenden, hungernden Menschen eine Wärmflasche wegnehmen. Also Aber uns war natürlich klar, dass ein Hungerstreik natürlich nur dann Druck hat, wenn er auch gehört wird. Mhm. Und dass auch natürlich eine Polizei, die frierenden Flüchtlingen Wärmflaschen entreißt, dass das nur verhindert werden kann oder einen sozialen Druck gibt, in dem hingesehen wird. Und deswegen war es uns so wichtig, dass die Presse kommt. Und nun ist das mitten im Quartier der Hauptstadtpresse, also dort, wo die Politik Journalisten sind.
Und also eigentlich ist das fast schon der Regierungsbezirk dort, ne? Genau, es ist fast der Regierungsbezirk und das ZDF-Hauptstadtstudio ist direkt 200 Meter davon entfernt und so weiter. Und wir haben die Journalisten auf Twitter angeschrieben und haben gesagt, wo bleibt ihr? Mhm. Und da kam von der Bild dann so, naja, Menschen hungern jeden Tag und da bräuchte man schon ein Bild für. Da bräuchte man schon ein bisschen mehr. Ich meine, um es noch drastischer zu sagen, jeden Tag verhungern 1000 Kinder in Afrika, ne? Ohne dass es eine Pressemeldung wert ist. Ne? Also das ist natürlich ein Zynismus gewesen, der seinesgleichen sucht. Und ja, da bräuchte man ein bisschen was fürs Auge. Und so kam dieses Angebot zustande. Und als wir dort waren, ich glaube, es hat letzten Endes vor allem deswegen so gut funktioniert, dass von unseren Bildern, wie wir dort standen mit dem... Wir hatten noch so ein Banner, wo drauf stand, let's talk about Asyl, also nicht statt let's talk about Sex, ja. Weil wir eben natürlich diese Entsexualisierung und das zum eigentlichen Thema kommen uns wichtig war. Und davon sind letzten Endes sehr wenig Bilder in der Presse gewesen, obwohl die das halt echt so in der Hoffnung, dass wir uns ausziehen, also eine richtige, so eine Wand aus Fotografen, die könnt sich noch ihr euch bei YouTube angucken, wenn ihr wollt. Die noch sich gerangelt haben um den besten Platz, also wirklich furchtbar peinlich. Und davon ist sehr wenig in der Presse gelandet, was ich gut finde, weil tatsächlich viele dann kamen und entweder sich geschämt oder entschuldigt haben oder im Nachhinein behauptet, nein, wir sind ja wegen der Protestaktion hier gewesen und wir sind gar nicht zum Fotokorps gekommen und danach Interviews mit den Flüchtlingen geführt haben. Und die Story darüber aufgebaut haben. Also insofern hat es tatsächlich funktioniert. Und es gab auch, ich glaube, im Freitag und in ein paar anderen Zeitungen auch über diese Aktion selbst und über das Verhältnis zur Presse, das, was da drin auch reflektiert wurde. Die Bild hat so reagiert, wie man sich das denken kann. Beleidigt wahrscheinlich. Beleidigt und natürlich auch mit, wir lassen uns nicht unter Druck setzen. Also und wir lassen uns nicht vorschreiben, worüber wir berichten. Also berichten wir darüber gar nicht mehr. Ui. Aber das war, glaube ich, in Kauf zu nehmen, weil da hätte ich sowieso nicht viel erwartet. Sei es drum. Aber insgesamt würdest du ja sagen, ein erfolgreicher Hack der Presse. Ja. Jetzt ist es ja leider vorgekommen, dass einige Berliner Piraten durchaus ein gespaltenes Verhältnis zur Presse haben. Und jetzt frage ich mich, ist es gut, wenn man sich mit der Presse anlegt? Weil auf der einen Seite wird in den Redaktionen ja auch viel gespart. Ein Redakteur muss heute viel mehr Arbeit machen als früher. Kann sich ja seine Arbeit auch nicht aussuchen, nicht alles macht Spaß. Und viele Redakteure haben mir erzählt, dass hauptsächlich die Arbeit heute da drin besteht, irgendwelche Pressemeldungen umzuformulieren und abzutippen, weil für mehr haben sie auch gar keine Zeit mehr. Und jetzt ist es ja, sag ich mal, eine Gesellschaftsfrage, die wir stellen müssen, weil die Presse finanziert sich ja über Anzeigen. Also wenn wir uns eine Zeitung kaufen, zahlen wir damit nicht die Zeitung, sondern nur einen ganz kleinen Anteil. Ja. Und der mehr Geld gibt, der kann natürlich auch mehr bestimmen. Und das sind nun mal die Werbeindustrie. Und die Frage ist ja, auf der einen Seite, ist unsere Presse so richtig finanziert, wenn wir allumfassend informiert werden wollen? Auf der anderen Seite, ist es gut, sich mit der Presse anzulegen oder müsste man da nicht vielleicht einen ganz anderen Dialog führen? Weil ich habe das Gefühl, dass einige Piraten so einen kleinen Privatfeldzug gegen die Presse führen. Ich glaube, also die Presse als Gegner zu sehen, ist, was überhaupt gesellschaftliche Machtfragen angeht, die falsche Adresse. Ich denke, man muss sehen, dass man unabhängig bleibt und es gibt auch bestimmte Verlage, mit denen ich nicht beziehungsweise ungern rede oder nur Statements abgebe, aber keine Stories bastel. Aber ich denke, dass es vor allem zu Anfang war das so ein bisschen, was bei den Piraten vielleicht zu Anfang noch sympathischer Flair und Unbedarftheit war. Und wo die Presse wenig mit uns anfangen konnte oder uns wenig greifbar fand, was dann so war, so, tja, macht selber was draus, so sind wir halt. Nehmt es oder lasst es. Am Anfang lief das ja eigentlich ganz gut. Und zum Anfang war das vielleicht auch ganz sympathisch. Bloß wenn wir dann anfangen, die Presse als den Gegner zu sehen und die am längeren Hebel sitzen und man nicht bereit ist, denen so zuzuarbeiten, dass sie selbst an die Informationen kommen, sondern man ihnen nur alles hinwirft und sagt, filter selber. Dann müssen wir uns nicht beschweren, wenn dann gezielt Der typische Spruch, schau doch ins Wiki, ne? Und dann sitzt der Pressevertreter da und weiß gar nicht, was er sich von den 1000 Seiten durchlesen soll. Ganz genau. Und wenn dann Kleinigkeiten ausgegraben werden oder wenn dann Stories gebastelt werden, die eben schnell verfügbar und umsetzbar sind, dann brauchen wir uns, glaube ich, nicht wundern. Also ich denke, da müsste es tatsächlich ein besseres Verständnis dafür geben, was die Aufgabe des einen und des jeweils anderen ist. Okay. In der Politik. Ich wollte auf das Thema NSA-Skandal überwechseln.
Und zwar, auf der einen Seite ist es ja eigentlich gar kein Thema. Es war im Wahlkampf kein Thema. Die Bevölkerung scheint andere Probleme zu haben. Profalla hat es für beendet erklärt. Friedrich sagte, ich hatte Wichtigeres zu tun in meiner Zeit als Innenminister, als mich um die NSA zu kümmern. Warum schafft es die Piratenpartei auf der einen Seite nicht, das mehr zum Thema zu machen? Weil es ist ja nun wirklich das Kernthema eigentlich der Piratenpartei, Privatsphäre, Datenschutz, Internet. Die Gefahr, die ich sehe, ist ja, dass die NSA das Internet zu einem Überwachungswerkzeug macht, während die Piratenpartei das Internet zu einem Werkzeug der Freiheit, Open Access, der Bildung, der Völkerverständigung machen will. Und auf der einen Seite befinden wir uns irgendwann im digitalen Überwachungsstaat, und wenn es die Piraten irgendwann doch schaffen, die Mehrheit zu erringen, würden wir in einer freien Welt leben und könnten uns alle miteinander unterhalten, verständigen und könnten gemeinsam an den globalen Problemen arbeiten, was ich persönlich wesentlich sympathischer finden würde. Ja, finde ich auch. Ich glaube, warum das uns nicht so gelungen ist, weil vielleicht haben wir ein bisschen zu selbstverständlich genommen im Wahlkampf, dass es ein Elfmeter ist. Und haben nur draufgeballert. Ich glaube, dass dann so ein bisschen so diese versuchten Social-Media-Kampagnen ein bisschen zu sehr draufhauen waren und viel zu wenig reflektiert und erklärend. Das haben die Linken viel besser bedient, weil sie da einfach die größere Plattform haben. Die haben sich mit der Forderung, Geheimdienste abschaffen, sehr weit rausgelehnt, aber natürlich auch... Würdest du das unterstützen? Ich würde das unterstützen, ja. Und aber in der Partei, gibt es da einen Konsens bei den Piraten in Berlin? Weißt du das? Das wird zurzeit, gibt es dazu eine Liquid Feedback-Abstimmung, okay. Und wir werden das bei der nächsten LMV dann wissen. Dann wird es dazu einen Mehrheitsbeschluss geben. Ich denke aber schon, dass es dafür Mehrheiten gibt. Die Frage ist natürlich nach einer konkreten Ausgestaltung, also fallen dann bestimmte Kompetenzen über in andere ausführende Organe oder fallen sie weg? Brauchen wir die überhaupt nicht? Das sind halt auch so Fragen, über die wir uns, glaube ich, unterhalten müssen, anstatt nur solche Forderungen aufzustellen. Aber ich denke schon, dass es dafür eine Mehrheit gibt bei den Piraten. Die Frage ist bloß, wir hätten viel mehr Antworten darauf geben müssen, was bedeutet das gesellschaftlich? Was ist darin der tatsächliche Skandal? Und ich denke ja, dass es nicht nur um die NSA und Amerika geht, sondern dass es eine grundsätzliche Machtfrage ist. Wozu ist das Internet da? Dass wir darüber reden müssen, dass Überwachungstechnologie Kriegstechnologie ist. Mhm. Und da reicht es eben nicht, auf die NSA zu gucken, und da reicht es auch nicht zu sagen, die NSA guckt zu, wenn ich mit meiner Mutter skype. Ich glaube, dass das die Leute tatsächlich nicht so wahnsinnig interessiert. Also ich kann immer noch mit meiner Mutter skypen, wenn die NSA dabei zuguckt. Ich denke, man hätte dort viel mehr durchleuchten müssen, was das tatsächlich für Auswirkungen hat auf Machtfragen. Was es bedeutet, wenn Menschen präventiv verurteilt werden, wenn sie aufgrund von Kontakten und Bewegungsprofilen an der freien Ausübung ihres Lebens gehindert werden. Und das betrifft zum Beispiel auch Flüchtlinge, also Menschen, die an freien Bewegungen zum Beispiel gehindert werden, nur aufgrund dessen, mit wem sie gesprochen haben oder von welchem Punkt auf der Welt sie sich zu welchem Punkt der Welt bewegen, ohne jemals eine Straftat begangen zu haben, ohne jemals eine Straftat geplant zu haben, aber trotzdem präventiv behandelt zu werden. Und wenn das zum globalen Instrument wird und wenn wir also nicht mehr auf Verdacht Menschen überwachen oder beziehungsweise ermitteln gegen Menschen, sondern es präventiv und allumfänglich in Rasterfahndung passiert, dann haben wir eine Machtkonzentration von denjenigen, die die Möglichkeiten haben, das zu tun, und eine Einschränkung von Menschen und Exkludierung vom Leben, die ganz konkret ist. Das sind natürlich nicht uns die Ersten, die das betrifft. Natürlich trifft es immer die Schwachen zuerst. Genau, genau. Und ich würde das unter dem Stichwort Selbstzensur zusammenfassen. Wenn ich weiß, dass ich überwacht werde, werde ich mich vielleicht nicht mehr so kritisch gegen meine Regierung verhalten. Und vielleicht braucht meine Regierung aber diese Kritik, um ihre Meinung zu ändern. Wie zum Beispiel Stichwort ACTA-Proteste. Mhm. Ohne die mutigen Menschen, die auf die Straße gegangen sind, wäre dieses ACTA-Abkommen niemals zu Fall gebracht worden. Und in einem Überwachungsstaat würde sich vielleicht gar keiner mehr trauen, gegen ACTA zu protestieren. Und es ist ja klar, dass diese Asylanten, wenn die überwacht werden, trauen sie sich nicht mehr
mit anderen Leuten Kontakt aufzunehmen oder Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich finde, das hast du sehr gut erklärt. Der Klassiker ist jetzt natürlich der Mensch, der zum Piratenwahlkampfstand kommt und sagt, ich habe doch nichts zu verbergen. Bist du einem Menschen überhaupt noch zu helfen? Natürlich. Die Frage ist ja immer, wem gegenüber hat man nichts zu verbergen und ab wann hat man etwas zu verbergen? Ich denke, man kann es ganz gut dadurch erklären, dass man sagt, so, beweise das doch. Und wenn ich anfangen muss, mich zu rechtfertigen, dass ich nichts zu verbergen habe, dann sind wir nämlich genau an diesem Überwachungspunkt. Also das heißt, ich muss jedem gegenüber meine Unschuld erstmal beweisen, sonst bin ich per se erstmal verdächtig. Wobei unser Rechtssystem ja auf der Unschuldsvermutung eigentlich aufbaut. Eigentlich schon, genau. Eigentlich schon, davon rücken wir so langsam ein bisschen ab und ich glaube, das ist so der Knackpunkt. Also wenn ich sage, wieso, ich habe doch nichts zu verbergen und ich antworte, wieso, zeig mal, dann leer erstmal deine Taschen, dann beweis mir doch mal, dass du nichts zu verbergen hast. Du kannst mir natürlich auch, du musst dich jetzt durchleuchten lassen, weil ansonsten machst du dich verdächtig. Ich glaube, jeder kennt Situationen, in denen das so wäre, jemandem gegenüber. Also ich persönlich finde es schon kritisch, wenn ich ohne Schufa-Auskunft keine Wohnung mehr bekomme. Jemand anders mag da seine Grenzen woanders ziehen. Aber ich denke, dass wir sie alle haben. Ich denke, bei vielen fängt es beim Arbeitgeber an. Also dass der Arbeitgeber, dass denen bestimmte Dinge nichts angehen, dass Denunziantentum am Arbeitsplatz oder die Aufforderung zum Denunziantentum am Arbeitsplatz sind, glaube ich, Punkte, wo Überwachung sehr viele betrifft oder konkret erfahrbar wird. Ich denke, dass man das so konkretisieren muss. Weil, wie sagte Rosa Luxemburg so schön, die Ketten spürt man dann nicht, wenn man mitläuft. Ja, und die schlimmsten Sklaven sind glückliche Sklaven oder so ähnlich. Gibt es ja auch so einen Spruch. Das ist eben genau der Punkt, warum die Überwachung selbst nicht das Problem ist, sondern die Macht, die daraus entsteht und wie sie missbraucht und verwendet werden kann. Also das heißt, wenn ich nichts zu verbergen habe und durch jedes Raster durchfalle bei Rasterfahndungen, dann muss mich das natürlich auch nicht interessieren, ob irgendein Computer alles speichert, was ich mache. Solange ich immer ins Muster passe, dann wird mich das nicht interessieren. Die Frage ist, wie doll will ich mich verbiegen, um immer ins Muster zu passen? Ne? Und wie, wann bin ich nicht mehr ich selbst? Ne? Ja. Lass uns auf das Thema Europawahl zu sprechen kommen. Du bist ja auf der Europawahlliste drauf, ziemlich weit vorne. Platz 5? Genau. Super, habe ich richtig auswendig gelernt. hier das Europawahlprogramm. Gefällt es dir, was die Piraten aufgestellt haben? Was würdest du da hervorheben? Ja, mir gefällt es ziemlich gut. Ich halte das mit Abstand für das beste Wahlprogramm von allen und kann das voll vertreten. Ich freue mich, dass wir eine staatskritische, eine mehr demokratiefreundliche Pro-Europa-Partei sind. Also ich glaube, du sprichst jetzt auch solche Sachen wie AfD an, Europakritikerparteien. Nicht nur. Also ich glaube, da sind wir nun in fast allen Bereichen kilometerweit oder am anderen Ende, am gegenüberliegenden Spektrum, politischen Spektrum, aber auch die Linkspartei zum Beispiel oder so. Ich sehe im linken Spektrum eigentlich auch keine Pro-Europa-Partei. Die Piratenpartei im Europaspektrum am ehesten ansiedeln. Weil es gibt ja noch keine Piratenfraktion im Europaparlament. Nein, es gibt keine Piratenfraktion, aber es gibt die Piratenpartei Europa, die ein gemeinsames Programm halt ja auch hat und eine gemeinsame europaweite Organisation ist. Und es gibt ja auch europäische Abgeordnete, die wir in Europa haben, die sitzen dort in der Grünen-Fraktion. Und findest du, sie sind dort gut aufgehoben? Ich finde, sie sind dort gut aufgehoben. Die haben ein paar sehr, sehr wichtige Impulse gesetzt, gerade was die Sachen wie ACTA und so weiter anging, haben sie innerhalb der Grünen-Fraktion, glaube ich, sehr gute Schwerpunkte und Impulse setzen können und waren dort eine große Bereicherung, genau in unseren Kernbereichen. Und da denke ich, da sind sie ganz gut angesiedelt. Trotzdem ist in Europa ganz viel Platz für eine Piratenfraktion und die braucht es uns dort auch. Und zwar vor allem, was eine Demokratisierung dieses Apparats angeht. Transparenz ist natürlich auf europäischer Ebene ein riesengroßes Thema. Man sagen kann, gut, dass dort viele Lobby
Interessen-Lobbyvertreter einen kurzen Draht nach Brüssel haben und dort angesiedelt sind, ist nicht grundsätzlich das Schlechteste. Man sollte halt bloß wissen, wessen Interessen dort von wem vertreten werden. Also solche Organisationen wie Lobby Control sind wahrscheinlich voll auf deiner Seite, die so ein Lobbyregister einführen und sagen, klar, kannst machen, was du willst, aber trag dich hier ein und sag, für wen arbeitest du, wie viel Geld hast du zur Verfügung und wo ist dein Büro, falls man mal einen Pressekontakt braucht. Ne? Genau, und dann kann man schön auseinander zu klamüsern, wer hat wem welchen Gesetzentwurf auf den Schreibtisch gelegt und wer hat dann dort unterschrieben. Wer hat was dort hinein diktiert. Mhm. Und wenn also ich meine, wenn ich zum Beispiel dort wäre und mir würde pro Asyl einen Gesetzentwurf auf den Schreibtisch dann legen. Dann könnte man das wahrscheinlich bei dir im Blog nachlesen. Ne? Dann könnte man es bei mir im Blog nachlesen und dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, ich habe das von meinem Referenten nochmal querlesen lassen und bin froh, dass pro Asyl die Arbeit für mich gemacht hat und nicht ich. Und dann habe ich mir einen Gesetzentwurf in die Feder diktieren lassen, aber ich werde euch sagen... Und ich habe keine Millionen in die Tasche gesteckt. Genau, aber dann werde ich euch sagen, von wem ich mir habe den Gesetzentwurf in die Feder diktieren lassen und da keine Skrupel mit haben. Ja, genau. Also du sprichst jetzt von positiver Lobbyarbeit, wobei man ja sagen muss, dass so Bürgerrechtsbewegungen ja auch Lobbyarbeit machen. Das ist ja halt Bürgerlobbyismus. Richtig, genau. Und das Problem ist halt nur, dass die Firmen das halt wesentlich intensiver machen können, weil sie halt ein Budget dafür zur Verfügung haben. Und leider ist es ja oft genug in Europa auch vorgekommen, dass halt von diesen Budgetbeträge in die Hosen der Abgeordneten gewandert sind. Nicht unbedingt in Form von Geld, aber in Form von Reisen und sonstigen Vergünstigungen. Was man ja, sag ich mal, durchaus kritisch sehen kann, auch in dem Zusammenhang, dass Deutschland immer noch nicht das UN-Antikorruptionsabkommen unterschrieben hat. Ja, da haben wir ja auch eine Selbstverpflichtung geschrieben, wo auch die, aus den anderen Ländern die Piraten, die auf der Liste stehen, mit unterschrieben haben, mit Selbstverpflichtungen, die weit hinausgehen über diesen Gesetzentwurf, was Transparenz angeht und was das angeht, dass man nicht, wie es dort so üblich ist, reingehen zum Unterschreiben für die Sitzung, wieder rausgehen und solche Sachen. Du kommst mir sehr enthusiastisch und selbstbewusst vor. Also ich glaube, die Frage, ob die Piraten 3% bei der Europawahl schaffen, weil das ist ja die Hürde, die sie brauchen, um dort einzuziehen, die schenke ich mir mal. Die Frage ist ja, mit 3% wärst du aber noch nicht drinne, weil du auf Platz 5 bist und wenn ich mir das richtig ausgerechnet habe, müssten das so ungefähr 5% sein, damit du auch einziehen kannst. Meinst du, 5% ist realistisch? Also natürlich wirst du dich dafür einsetzen im Wahlkampf, um das zu schaffen, aber so jetzt rein objektiv gesehen, so auch im Hinblick auf die Bundestagswahl, sind 5% drinne? Werden wir dich in Europa begrüßen dürfen? Also ich glaube, dass 5% drin sind und dass dafür müssen wir natürlich ganz schön ringen. Aber ich glaube, dass wir das können, weil zum einen haben wir in unseren Kernthemen tatsächlich, die sind zum sehr, sehr großen Teil europäisch angesiedelt und mir fallen viel mehr Aufgaben ein, die wir zu erledigen haben im Europaparlament als im Bundestag. Das sind auch Datenschutzthemen, das sind wie die Urheberrechtsabkommen, die Wirtschaftsabkommen, wie Transparenz und so weiter und so fort, wie auch der Abbau von Grenzen und Hürden und Asylpolitik. Das gehört alles nach Brüssel und ich glaube, dass wir auch einen Vorteil davon haben, dass bei vielen anderen Parteien das immer so benutzt wird, als die Leute nach oben wegloben. Das ist eigentlich nicht wirklich wichtig. Da machen nur die Ministerkonferenzen so ihr Ding und das wird eigentlich nicht so wirklich ernst genommen und die Wähler auch nicht direkt mobilisiert. Und ich glaube, den Augenmerk tatsächlich auf Europa zu legen und zu sagen, wir wollen aber ins EU-Parlament und wir wollen, dass das EU-Parlament mehr nach... Und wir schicken unsere besten Leute dorthin, ne? Wir schicken unsere besten Leute dorthin, genau. Und da bin ich auch der Überzeugung von. Und wir wollen Europa eben demokratischer machen und uns ist bewusst, dass es dort ein Demokratiedefizit gibt, aber deswegen müssen wir genau dorthin. Und ich glaube, dass wir damit sehr viel mobilisieren können und deswegen ist die Europawahl für mich auch ein Stück weit wichtiger und die Bundestagswahl das Ergebnis nur ein Indikator. Ich glaube, es ist durchaus noch drin. Und wenn nicht, wenn wir zwischen 3% und 4% bekommen, dann mache ich hier in Neukölln noch meinen Job fertig und wer weiß, vielleicht rücke ich dann nach. Ja. Wenn du jetzt nochmal kritisch zurückgucken würdest, woran lag es, dass bei der Bundestagswahl doch so wenig drin war? Weil viele Piraten hatten sich ja doch Hoffnung gemacht, in den Bundestag einzuziehen. Woran lag es? Ich glaube, als allererstes liegt es an einer ganz natürlichen Prozess, dass nach einem Halt eine Flaute kommt und dass vielleicht die zwischendrin die zweistelligen
Umfragewerte auch nicht wirklich realistisch waren für was tatsächlich unser Wählerpotenzial ist, dass wir uns dauerhaft erkämpfen können und auch, dass wir glaubhaft vertreten können, weil wer weiß, wie viele Menschen dann sich von uns wirklich vertreten gefühlt hätten oder eben nur aus Protest uns gewählt haben. Also das halte ich für eine relativ normale Bewegung. Dass wir uns da aber wieder rauskämpfen, ich glaube, dabei haben wir so ein paar Fehler gemacht. Vielleicht haben wir ein paar Dinge zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Vielleicht haben wir in dem Moment, wo wir die Aufmerksamkeit hatten, sie nicht besonders effektiv genutzt, sondern haben tatsächlich diese Fehler gemacht, sie für interne Konflikte zu benutzen. Dass es da immer wieder Rangeleien gab, die dann in den Vordergrund gestellt worden sind. Vielleicht haben wir auch ein bisschen den Bundestagswahlkampf zu diffus geführt. Also mit denen, weil es kein einheitliches Wahlprogramm gab. Also jeder Landesverband hat gemacht, was er wollte. Na, ein Wahlprogramm gab es ja. Im Wahlkampf gab es keine einheitliche Richtlinie, würde ich sagen. Richtig, also wir haben uns ja auch ein bisschen dagegen gesträubt, dieses Spitzenkandidatenkonzept zu haben, wo wir wieder dabei sind. Klar, natürlich, wir wollen nicht diesen Personenkult haben, wie es andere haben. Das Problem ist, dass die Presse dann halt sagt, ja, dann nicht. Also wenn ich nicht eine Person etablieren kann, von der ich weiß, für wen und für was sie steht, also dann brauche ich jetzt nicht irgendwie mit 14 Leuten irgendwie anfangen so. Mhm. Das sind, glaube ich, so ein paar Sachen, aus denen wir was lernen können. Und ansonsten ist nach dem Hype, gab es die Flaute. Und ich denke, dass es auch ein Stück weit daran lag, das lag dann schon ein bisschen weiter zurück vor dem Bundestagswahlkampf, dass wenn die Presse uns so hochschreibt und dann merkt, die sind uns gar nicht besonders wohlgesonnen und dann noch merkt, na Moment mal, in ihren Kernthemen greifen sie ja uns in unseren Grundfesten an und wir sitzen am längeren Hebel und das lassen wir sie jetzt mal spüren. Okay. Dass sie dort ins offene Messer rennen und dass die halten sich für sympathisch, weil sie keine Medientrainings mitmachen und so. Das, ich glaube, dass das schon auch eine Rolle spielt, warum es so eine große Flaute gab. Mhm. Ich sehe jetzt so ein bisschen die Chance, diese Aufmerksamkeit ist erstmal weg, die bekommen wir auch so schnell nicht wieder. Also man hört sehr oft, ja, das Thema ist durch. Aber auf der anderen Seite hört man wieder viel öfter, weil was die ganz konkrete politische Arbeit angeht, dass wir uns dort viel ernsthafter platzieren können, dass gerade in den Gremien, wo wir drin sitzen, ich zum Beispiel, was die Transparenz angeht, hier in Berlin zum Untersuchungsausschuss, zum BER-Flughafen, ja, wo jetzt der Zwischenbericht von Martin Delius rausgegeben worden ist. Piratenfraktion, die im Senat von Berlin sitzt. Also nicht im Abgeordnetenhaus, genau. Heißt das nicht Senat? Auch nee, Senat ist die Regierung. Also ach, das ach so, ist die, okay. Nur die Regierung alles klar, ja. Ist der Senat. Also das Parlament dazu ist das Abgeordnetenhaus. Okay. Und da leitet die Martin Delius von der Piratenfraktion ja den Untersuchungsausschuss. Genau. Also da geht es genau um diese Transparenzthemen. Und ich habe das Gefühl, dort, wo wir wirklich an unseren Themen arbeiten, da wird unsere Arbeit auch wahrgenommen. Und da machen wir einen super Job. Und da wird es jetzt ein bisschen kämpfen bedeuten. Aber es bedeutet eben auch eine große Chance, sich einzuarbeiten und zu etablieren. Jetzt, wo nicht mehr jeder Harlem Shake, den wir machen, plötzlich in der Bild-Zeitung landet oder so. Ja. Zum Abschluss wollte ich dich noch fragen, du hast ja auf Twitter den Nickname Seeräuber Jenny. Mhm. Und das ist ja ein recht aussagekräftiger Charakter, würde ich sagen, wo auch eine Story dahinter ist. Mhm. Magst du uns erzählen, was Seeräuber Jenny ist, für die Leute, die es nicht wissen, und warum du diesen Charakter gewählt hast? Mhm. Seeräuber Jenny ist eine Figur, also eigentlich ein Song, innerhalb der Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht, gesungen von Polly Peachum, der weiblichen Hauptrolle, in ihrer Hochzeitsnacht. In dem Song geht es darum, dass sie so eine Tellerwäscherin in einem Hafenhotel, also eigentlich sehr, sehr arme Arbeiterin ist. Schlecht bezahlt. Schlecht bezahlt, auch oftmals erniedrigt von der Kundschaft und so als selbstverständlich angesehen, davon träumt, dass eines Tages ein Piratenschiff kommt, um sie abzuholen und sie sich dann rächt bei allen. Naja, also wenn ich das so ausführen darf, träumt sie davon, dass das Piratenschiff die Stadt zusammenschießt, die ganzen reichen Pfeffersäcke alle gefangen werden und sie dann dort steht und sagen kann, rüber ab oder nicht rüber ab, und dann mit dem Piratenschiff nachher wegfährt. Genau, ne? genau. Also finde ich schon ziemlich drastische Geschichte, ne? Ja, das ist eine drastische Geschichte, aber die Figur Polly Peachum ist es eben der Moment, in dem sie da ihr zukünftiger Ehemann, an den sie auch mehr oder weniger verhökert wurde von ihrem Vater,
die stehen da eben mit offenem Mund und sind schockiert, was sie dort aus dem Mund dieser jungen Dame hören. Und insofern ist das natürlich ein Ausdruck von Protest. Und wenn ich mir vorstelle, wie diese Tellerwäscherin eben bei ihrer täglichen Arbeit steht und diese Träume hat, dann ist das was ich durchaus nachvollziehen kann. Also das ist eigentlich eher so ein Gefühl. Und wenn man es so ein bisschen übertragen möchte, natürlich habe ich den Namen auch, also ich bin auch ein Fan von der Figur vorher schon gewesen, aber natürlich hat es auch was damit zu tun, wegen Piraten, Seeräuber Jenny und vielleicht ist das für mich auch im politischen Sinne so ein bisschen die Piratenpartei. So, ja, irgendwann werdet ihr euch noch wünschen, wir sind Politik verdrossen. Genau, das verdrossen war ein schöner Spruch gewesen. Ne? Genau, und am liebsten möchtest du mit einem Piratenschiff sozusagen nach Europa segeln und dort die verkrusteten Strukturen auf Vordermann bringen. Und die Festung Europa einreißen und bombardieren lassen, ja. Eigentlich sehr gerne. Und demokratische, transparente Strukturen dort einführen, dass wir alle glücklich und zufrieden in Europa leben können und nicht mit einer Grenze, wo, sag ich mal, Leute im Mittelmeer ertrinken, wo Menschenrechte auf der Strecke bleiben oder sogar ertrinken, wo keiner nach Deutschland kommen kann und legal Asyl beantragen kann. Genau. Also wenn man es überspitzt sagt, kommen ja die Kleidung, die in Kinderarbeit in Bangladesch genäht wird, kommt über den globalen Welthandel problemlos nach Deutschland. Mhm. Bloß wenn die Näherin bei uns Asyl beantragen will, dann kann sie halt nicht so einfach einreisen wie das, was sie produziert, was auf vielfältige moralische und ethische Fragen eigentlich aufwirft. In Sachen Menschenrechte und auch, wie wir uns in Europa in unserer Außenpolitik darstellen wollen, zumal wir ja alle bis vor kurzem noch Friedensnobelpreisträger waren hier in Europa. Ne? Eine letzte Frage noch. Wenn man Bertolt Brecht zitiert, muss man sich dann davon distanzieren, weil er war ja überzeugter Kommunist gewesen, oder braucht man das eigentlich nicht ansprechen? Ich hab kein Problem damit, Kommunisten zu lesen. Also ich denke, dass Bertolt Brecht, es ist nicht schadet, ihn zu lesen. Ich glaube nicht, dass das den Geist verdirbt, absolut nicht. Zum Zweiten kommt er aus einer Zeit, in dem es den real existierenden Faschismus in vielen europäischen Ländern gegeben hat. Und er hat ja sich mit ganz theoretischen und gesellschaftlichen Fragen zu Faschismus und Kommunismus auseinandergesetzt. Und die Auseinandersetzung damit in seinen Schriften kann, glaube ich, nicht schaden. Also ja, es gibt auch Autoren, die waren bekennende Rassisten, die heute zum völligen Kanon gehören. Und ich glaube, es geht darum, dass man immer selber reflektiert, woher man seine Quellen nimmt und was man sich davon annehmen möchte und was nicht. Aber ich glaube nicht, dass man eine Distanzierung vom Kommunismus braucht, um Brecht lesen zu können. Hanne, ich danke dir für dieses tolle Interview und den umfassenden Einblick in deine Arbeit. Ich danke für die Einladung. Und danke. Und damit würde ich dann jetzt abschließen. Gut, tschüss. Ciao.